Mein Name ist Joachim Galler. Wir haben hier Katzenschnurmethode als freie Lebensenergie. Freie Lebensenergie, die heilt. Die Lebensenergie ist ja eigentlich die wichtigste Energie überhaupt. Wir haben jetzt heute schon und gestern wunderbare Sachen gehört über Energien. Aber wenn die Lebensenergie nicht funktioniert, funktioniert das andere auch nicht mehr. Alles ist Energie, Geist, das All. Also alles ist geistige Natur, aus dem Geist heraus entsteht alles. Somit ist Materie nur manifestierter Geist. Alles ist Vibration. Ich möchte kurz vorstellen, was wir, weil es wird ziemlich komplex, über uns, warum Katzen, Anfänge der Forschung, Hintergründe, das Umfeld, Schmerz, Intensität, weil das muss man ja alles messen. Zellen, Proteine, Auswirkungen der Katzenschnurren bei Menschen, Gehirn und Bewusstsein. Genauso auch Berichte über Erfolge, Ergebnisse, Sport, Studien, Medizin, Studie COPD. Weiter geht's mit der neuesten Forschung, Hirnstimulation, Anwendungen, Pferde mit Gelenksproblemen, also bei Tieren und COPD, Film und Zukunft. Darf ich kurz fragen, COPD, ist das allen ein Begriff, was das ist? Nein. Es ist eine chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Das heißt, die Lunge wird durch Rauchen, durch Staub, durch Schmutz, durch Teer so verengt, dass die Atemluft nicht mehr durchfließen kann und die Bronchien, die eigentlich, oder die Alveolen, die, man stelle sich Weintrauben, große Alveolen vor, die elastisch sind und die müssten zum Gasaustausch atmen und beweglich sein. Und bei COPD tritt es, oder bei Lungenemphysem dann schon, tritt ein, dass das verglast. Das heißt, der Patient kann nicht mehr atmen, er erstickt. Und das ist einer der häufigsten Krankheiten, also die dritthäufigste Krankheit in unserem Zeitalter. Ja, vom Unternehmen her, wir sind ein steirisches Unternehmen im Bezirk Voitsberg in der Weststeiermark. Das ist 30 Kilometer westlich von Graz. Das Büro haben wir in Wien und wir haben uns für Informationstechnik, Bioinformationstechnik konzipiert. Bionik, interdisziplinäre Forschung und Technologien. Die Vitalität für die tägliche Jagd, warum Katzen? Katzen haben eine hohe vitale Energie. Das wissen Sie, dass Katzen die 7 Leben haben. Ja, das sagt man, das sagt schon, hat meine Großmutter gesagt, du springst wie eine Katze und wenn man runterfällt, es passiert nichts, man steht auf, man läuft weiter. Sie können diese Vitalkraft sehr schnell aktivieren. Vom Ruhezustand zum Jagdangriff in nur wenigen Augenblicken. Von der Schlafphase zur Aufwachphase in nur wenigen Sekunden. Das sind eigentlich medizinische Vorgänge, die wir nicht besitzen. Denn wenn Sie schlafen und ich wecke Sie oder es droht eine Gefahr, braucht es Zeit, bis Sie wach werden. Die Katze ist in Sekundenschnelle wach. Warum? Muskeln, Sehne, Gelenke, Lunge, Herz werden sofort zur Höchstleistung gebracht. Die Herzfrequenz und der Kreislauf wird erhöht und stabilisiert. Die Gehirnleistung ist auf höchste Konzentration. Beim Sprung, die Sprunghöhe beträgt aus dem Stand ca. 2,5 Meter. Katzen sind von der Natur aus bevorzugt. Sie müssen für diese Höchstleiste besondere Gaben, Mittel und Fertigkeiten besitzen. Sie wurden von der Natur gut ausgestattet. Sie sind Einzelgänger und müssen eben für diese tägliche Jagd fit sein. Das heißt, sie müssen sich selber therapieren können, sonst würden sie verhungern bei der Jagd. Ohne diese proaktive Fitness würden sie bei der geringsten Verletzung oder Krankheit verhungern. Das wäre ein hoher Preis. Das Schnurren der Katze, Entschuldigung, ich muss. Das Schnurren der Katze
ist ein einziges Merkmal zur Gesunderhaltung. Löwen, gepaarte Tiger leben im Verbund. Die brauchen nicht schnurren, denn wenn sie sich verletzen, wird um sie gesorgt. Das Zungenbein ist bei einer Katze verknöchert. Bei den anderen ist das Zungenbein weich. Deshalb kann auch eine Katze diesen Schnurrton erzeugen. Tiere verwenden den Schall zur Heilung. Das ist allgemein bekannt. Nicht nur jetzt bei der Katze, sondern auch bei Walen. Sie dienen nicht nur zur Kommunikation, sondern um ihre Heilungskräfte zu aktivieren. Sie arbeiten hier im Infraschallbereich.